Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Battlefield 5. So, nochmal kurz zurückgezogen. Wir haben hier noch eine Bastion zu übernehmen. Ich habe den Eindruck, da sind ein paar Leute, die da was dagegen haben. So, du kannst da mal weg. Du könntest mal weg. Ebenso wie du, ne? Das hätte treffen können. Halt so. Ja. Die schießen einfach mal gemütlich in den Rücken. An dir schießen wir einfach mal gemütlich vorbei. Das wäre das. Ein bisschen überfordert, habe ich den Eindruck, ne? Das von uns. Interessant, dass wir unsere Leute aber zumindest mal nicht wegballern können. So, das wäre es dann mit euch gewesen. Hier, guck mal, eine Granate. Extra für euch. Das ist echt nur ein zerlegt von euch. Tschüss. Aber da seht ihr mal, wie das ist, wenn man in so einem Bunker drin sitzt. Einmal wird man kaum noch getroffen. Nein, du schießt jetzt keine Rakete. Nicht auf den Bunker. Ce sera pas facile. Je ne vois plus. Regardez là, dans ton arme. Okay, dann schauen wir mal. Hast du bestimmt noch einen Vorposten zu zerlegen, oder? Das hat er wieder nicht umsonst gehießen haben. Den ersten Vorposten. Die haben sich aber hier häuslich eingerichtet, ne? Gute Idee. So, du kannst da mal weg. Wir sehen. So, jetzt wird mal nachgeladen. Ich meine, ihr kommt ja eh schon die ganze Zeit nachgestimmt. Wieso soll ich denn da die Dings überhaupt nutzen, die Signalpistole? Okay, das ist jetzt unangenehm. Kriege ich die irgendwie? Ich glaube, ich versuche mal da ein bisschen nach vorne zu kommen. Und die Geschütze wegzuballern. Dann könnt ihr euch mal um die ganzen Soldaten hier kümmern. Na gut, ich kümmere mich auch ein bisschen um die Soldaten, die ich daneben schieße. Jetzt ist zumindest abgelenkt. Hi. Tschüss. Eigentlich will ich doch gerade mal nur hier vorbei. Ja, mir hilft auch keiner.
dürfte Nummer 1 gewesen sein. Cool. Fehlt da hinten noch Nummer 2. Scheint da unten irgendwo zu sein. Okay. Ja, und jetzt ist die Granate nicht mehr in der Luft, sondern neben mir. Geh mal runter und zerlege das andere Geschütz noch vorher. So. So viel dann dazu. Ja, ja. Hallo. Schön, euch zu sehen. Okay, ich brauche ein bisschen mehr Deckung gerade. Sonst dürfte das nicht allzu viel werden hier. Hey, nicht mehr brennen. Okay, ich müsste mal weg. Bleib mal stehen. So bist du viel zu schwer zu treffen, Kollege. Er ist wohl von uns. So, ich habe halt leider keine Granaten mehr. Um dieses Geschütz da mal wegzukriegen. Kommt jetzt von zwei Seiten mit den Raketenwerfern hier. Flammenwerfern meine ich. Hat denn hier niemand Munition? Ich glaube, einer hat's zerlegt. So, guck mal, ein bisschen weniger gewackelt und schon funktioniert das auch hier. Ah, gut gemacht. Wenn jetzt noch Granaten dabei gewesen wären, wäre es noch toller, aber vielleicht müssen wir die erst noch hier zusammensuchen. Mit dem Ding habe ich die gegen ballern. Aber gut, ich glaube, dann klopfen wir doch gerade mal an. Ça ne bouge pas! Poussez plus fort! Écarte-toi! Écarte-toi de la porte! On va utiliser ce canon! So, willkommen in Castle Wolfenstein. Oh ja, die Idee ist doch gar nicht mehr dumm gewesen. Es sind auch genug Geschütze da, warum nicht auch mal nutzen, die Dinger. On n'était pas des soldats d'élite super équipés comme les Allemands. Contrairement à eux, on n'avait pas d'armes de pointe et on s'était pas entraîné pendant des années. Mais on avait la volonté. La volonté de gagner, quel que soit le prix. Et la victoire nous a coûté cher. En sang, en sacrifice et en vie humaine. Find's ja schön, dass wir Bullet Time kriegen. Was nicht so schön ist, dass ich nichts sehe. Und ich deswegen das nicht so wirklich nutzen kann.
Wahrscheinlich hätte ich da in Deckung gehen sollen. Aber ich glaube, das Scharfschützengewehr ist... Nee. Es soll so. Idrissa! Ja. Oh, mon Dieu! Idrissa! Réveille-moi! Idrissa! Hat unser Bruder geopfert, dass wir weitermachen können. Wahrscheinlich wollen auch nicht alle weitermachen. Regarde, Idrissa. Nous sommes des rois. Messieurs, nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Merci, mon commandant. Faisons une photo pour la postérité. Quand l'armée française a libéré Paris, ils ont retiré tous les soldats noirs. Ils les ont remplacés par des visages plus familiers. Mais moi, je sais ce qu'on a fait et à quel prix. Et j'en suis fier.
Im Sommer 1944 wurden Truppen aus aller Welt auf französischem Boden eingesetzt. Die Armee des Freien Frankreich, Frankreichs Kolonialschützen und seine internationalen Verbündeten. Viele kamen, um für ein Land zu kämpfen, das sie nie gesehen hatten. Ungefähr 25.000 Tirailleure fielen im Kampf für ein Land, das die meisten nie gesehen hatten. 2010 gewährte Frankreich 30.000 überlebenden Kolonialveteranen aus Afrika volle Militärrente. 2017 vergab Präsident François Hollande die französische Staatsbürgerschaft an 28 überlebende Tirailleurs und mehr als 200.000 Tirailleurs kämpften für Frankreich. Sehr schön, dann hätten wir halt auch diese Kampagne gerade schon mal abgeschlossen. War wirklich angenehm kurz gerade und ging ganz gut und ja. Dann bleibt tatsächlich halt nur noch die letzte übrig. Und interessanterweise diesmal halt auch aus der Sicht eines Deutschen. Also was ich mal mitgekriegt habe, dass der halt auch, also Panzerkommandant und dass das wohl dann auch, der nicht mehr so wirklich Lust auf den Krieg hat. Mal gespannt, wie das dann läuft. Aber ich denke, dann hätten wir hier schon mal gerade einen guten Punkt, um Schluss zu machen. Und wie eigentlich schon erwartet, oder wie schon angedeutet wurde, ja, dass halt die Schwarzafrikaner, also die Afrikaner, die da mitgeholfen haben, aus der Geschichte rausradiert wurde, weil es halt nicht gepasst hat. Und ja, der Rassismus ist und war halt eben immer noch ein Problem. Gut, das soll es aber mal für die Folge gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und morgen starten wir dann mit der letzten Kampagne hier. Singleplayer-Modus. Mal schauen, was das dann wird.